Wie geht es weiter? Das ist im Moment ganz grundsätzlich wieder die Frage. Und die steigenden Zahlen machen deutlich, die Pandemie, sie ist immer noch da. Das merken wir auch jedes Mal, wenn wir zum Beispiel im Restaurant oder im Café sitzen. Kennen Sie sicher auch diese Corona-Kontaktformulare. Was muss ich da bitte noch alles draufschreiben und wer liest das? Wir wollten wissen, wie wird das kontrolliert und mit welchen Folgen? Also da hinten diese wunderschöne Patrick Gass und Reiko Wengel vom Ordnungsamt Kiel starten ihre Kontrolltour. Ihr Job ist gerade besonders wichtig. Sie müssen die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Heute sind wieder ein paar Restaurants dran. Haben Sie wirklich ein Hygienekonzept und ordentlich geführte Gästedaten? Als erstes schauen wir uns das Schifferkaffee an, hier in Kiel-Holtenau. Beliebter Treffpunkt von Menschen, die hier leben, aber auch durchaus von Besuchern der Stadt. Und da wollen wir mal schauen, inwieweit wir da noch Beratungstätigkeit durchführen können. Hauptsache, der hat ein schattiges Plätzchen für uns da. Bei den Kontrollen setzen wir selber immer Mund-Nasen-Schutz auf. Wollen dann auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ihren Besuch haben Sie vorher nicht angekündigt. Moin. Die beiden Kontrolleure überprüfen anhand einer Checkliste, ob hier alle Corona-Regeln eingehalten werden. Jetzt kommen wir zu Punkt 5, Erhebung der Kontaktdaten von jedem Gast. Da würde ich gerne mal tatsächlich wissen, führt jeder Gast einen einzelnen Zettel aus oder gibt es eine Liste? Wie machen Sie das? Also, wir haben einen Zettel. Kann ich das zeigen? Gerne. Und dann komme ich gleich mal mit, weil ich nämlich auch neugierig bin, wo Sie den Zettel aufbewahren. Ah ja, super. Hier steht das, damit ja. Jeder schon vorher informiert ist. Super. Und dann kommt der wo rein? Hier rein. Okay. Gut. Schauen Sie da, also wer am Tresen ist, schaut man da auch mal rauf? Was wird da eingetragen? Man schaut darauf, okay. Aber man vergleicht natürlich nicht mit Nee. Okay, gut. Ob alle immer ehrlich sind, darauf müssen Sie hier vertrauen. Ist das überhaupt möglich, sowas aus Ihrer Sicht das zu kontrollieren, wenn jetzt jemand kommt und trägt sich ein? Ganz ehrlich, die Frage können Sie ja selber sich auch schon beantworten. Ich kann nie davon ausgehen, dass das alles korrekt ist, was der aufschreibt. Dann muss ich mir schon den Ausweis zeigen lassen. Dann finden die beiden Kontrolleure einen kleinen Fehler. Es werden nur die Daten der Gäste aufgenommen, die direkt am Tresen bestellen. Doch auch wer als Begleitung draußen sitzt, muss seine Daten abgeben. Wir müssen jetzt eine Lösung finden und dafür haben Sie bis nächsten Montag Zeit. Das passiert vielen Gastronomen. Immerhin werden hier einzelne Zettel statt Listen verwendet. Datenschützerin Marit Hansen bekommt immer wieder Meldungen über einsehbare Listen in vielen Restaurants. In Schleswig-Holstein gibt es ganz viele Touristen und die haben sich Sorgen gemacht. Wir haben hier ganz viele Beschwerden darüber, dass ihre Adresse eingetragen wird. Die kommt ja von weit her und das bedeutet, jemand, der hier diese Information sieht, der könnte denken, da ist ja gar keiner zu Hause und zum Beispiel einbrechen. Darüber wissen wir aber noch nicht, ob sowas schon passiert ist. Was wir aber schon erlebt haben, ist die Nutzung der Telefonnummer für eine WhatsApp-Nachricht, um zu flirten, um mal jemanden anzubaggern. Das fand die betreffende Person aber gar nicht lustig. Der Datenschutz ist wichtig und trotzdem. Der Fall eines Restaurants im Hauptbahnhof Kiel zeigt, wie wichtig korrekte Gästedaten sind. Als sich einige Angestellte mit Corona infizieren, fordert das Gesundheitsamt die Gästeliste an. Doch viele der Daten sind unbrauchbar, merkt das Kieler Gesundheitsamt. Dieses Unbrauchbarsein bezieht sich darauf, dass manche Menschen offensichtlich falsche Namen eingegeben haben, bis dahin, dass auch Mickey Mouse dort zu Gast war. Oder die Listen oder die Einträge so unleserlich sind, dass man damit nichts anfangen kann. Wenn man das nicht hat, kann sich möglicherweise ein Ausbruch immer weiter vollziehen, ohne dass es eine Chance gibt, ihn zu stoppen. Das ist halt das Problem. Die Kontaktzettel sind aber eine der Voraussetzungen für die Lockerung, auch in der Gastronomie. Im Alltag ist das für alle nicht immer einfach, erzählen uns einige Gastwirte in Lüneburg. 50-60% sagen, das ist okay, wir lassen gerne die Personalien hinter. Ne? Und was machen die anderen? Was sind so die negativen? Die verweigern zwar nicht, weil sonst würden sie ja nichts zu trinken bekommen, entweder ausfüllen oder trinken, aber mit Murren.
Mohren und ein bisschen pöbeln auch. Wir müssen halt jeden Gast einzeln auffordern, weil die wollen sich halt einfach hinsetzen und das genießen. Und ja, man merkt es halt von der Stimmung, dass es halt doch sehr anstrengend ist auf beiden Seiten. Manchmal erlebt man es, dass man, wenn man nicht genau aufpasst, in stressigen Momenten die Leute das einfach nicht ausgefüllt haben. Vielleicht auch, weil viele Angst haben, dass ihre Daten missbraucht werden könnten. Befeuert durch Schlagzeilen wie diese. Die Polizei hatte in mehreren Bundesländern Corona-Kontaktzettel für Ermittlungen genutzt und für Diskussionen gesorgt. Datenschützer fordern einen einheitlichen Umgang mit diesen Daten. Ja, gut. Ich glaube, überall, wo Daten sind, gibt es Ideen, wie man sie verwendet. Ob das zu privaten Zwecken ist, ob das zu Flirtzwecken ist oder zu polizeilichen Zwecken. Das wird dauernd ein Kampf sein. Man könnte zum Beispiel bundesgesetzlich festlegen, dass ganz klar diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, vielleicht sogar einen Beschlagnahmeschutz einführen, dass sie so ähnlich sind wie medizinische Daten, wo das nicht so einfach geht. In Kiel kontrollieren Reiko Wengel und Patrick Gass jetzt einen Imbiss. Hier haben sie einen Hinweis bekommen. Drin dürfen wir nicht filmen. Auch hier gibt es Mängel. Jeder Gast konnte die Daten der anderen einsehen. Die Betreiber haben nun Zeit, um nachzubessern. Das Fazit aller Kontrollen heute? Es gibt Mängel, ohne Frage. So, und gerade die Kontaktdatenlisten, die Kontaktdatenverfolgung, wird ja zumindest immer gesagt, ist das A und O. So, und wenn es danach geht, haben wir da, glaube ich, noch eine ganze Menge zu tun. Denn mit den steigenden Infektionszahlen wird auch die Gefahr größer, sich im Restaurant anzustecken. Umso wichtiger, korrekte Kontaktdaten. Wir sind eins. ARD.